freue mich natürlich, hier in Karlsruhe kämpfen zu dürfen, zu können. Ich denke, unser Kampf ist eine große Bereicherung für das ganze Turnier, wo morgen stattfindet. Die Vorbereitung war sehr hart. Ich habe mit sehr guten Leuten trainiert. Von Bodenkämpfern über Muay Thai-Profis habe ich eigentlich jegliches Training durchgemacht. Ja, mein Gegner ist der Martin Kalutsch. Ich habe ihn jetzt vorhin mal face-to-face kennengelernt. Ich denke, wir sind uns wirklich ebenbürtig, so wie er auch sagt, möge der Beste gewinnen. Er hat gemeint, er respektiert mich. Ich werde ihn aber nicht überraschen können. Das wird sich morgen zeigen, weil ich habe bestimmt ein, zwei Sachen im Petto, die ihn, denke ich, überraschen werden. Also, so wie wir uns auch vorhin angeschaut haben, wird es wirklich, jeder will den Kampf, jeder freut sich auf den Kampf und jeder wird morgen sein Bestes geben. For the fight tomorrow, I am well prepared, I am top fit. And my opponent, I watched his last fight. I don't think he's a kind of opponent that can beat me. So I think tomorrow I will be too strong for him, I think. Actually, I am too strong for him, so he's not my match. Ja, morgen, das wird ein bestimmt harter Kampf, weil der Gegner, der ist auch gut vorbereitet, der wiegt ja 130 Kilo knapp, der hat jetzt 20 Kilo abgenommen, extra für den Kampf. Also der hat schon hart trainiert, ich habe natürlich auch hart trainiert, habe mein Bestes gegeben und vorher habe ich halt den Kampf morgen vorzeitig zu beenden. Das wäre dann mein 17. Titel, 14 Mal Deutscher Meister, 2-mal Europameister und morgen wird es der Welttitel. Zweimal habe ich leider verpasst, aber das dritte Mal wird es funktionieren. Also der Adnan Buharali ist ganz anderes Kaliber als der Alexander Karl, aber wie gesagt, ich habe mich gut vorbereitet und ich boxe jeden Gegner und ich rechne mit Sieg. Also ich habe 1995 als Kickboxer, als Jugendlicher hier die Weltmeisterschaft mitgemacht und ich bin Weltmeister geworden in Karlsruhe und ich hoffe, dass ich morgen genauso als Weltmeister von Karlsruhe weggehe. Also ich freue mich, wie gesagt, auf den Kampf, ich brenne und ich freue mich wirklich auf Karlsruhe, vor Karlsruhe Publikum, das zu zeigen, was ich drauf habe und ich glaube, die Leute werden zufrieden sein.